Morgen vor der Enz. Wir fischen da jetzt schon Zeil am Hecht. Und natürlich ist unser schwarzer Schettis am Start. Wir fischen jetzt in 12 cm. Unsere neuen Farbe. Sind komplett stolz drauf, dass wir ihn endlich haben, dass wir ihn endlich fischen können. Und ja, ich habe mich jetzt entschieden eben für den und habe mir da jetzt noch was überlegt. Und zwar fische ich den jetzt mit einem Spinnerblal bzw. mit einem Instant Spinnerblal Rig. Dass das alles nur ein bisschen mehr Weder macht. Ich habe mich jetzt für Sübers Blal entschieden, weil eben die Sonne richtig gut runterbrennt. Und ich hoffe, wir fangen gleich mal unseren ersten Hecht. Und dann melde ich mich später nochmal bei. So, jetzt sind wir von mir, grüß euch. Unser haben wir noch nicht gemacht, aber kommt noch. Aber was haben wir vor grundsätzlich? Ich meine, der Daniel hat eh schon irgendwas gesagt, der fischt jetzt unseren schwarzen 12er Strike Lover Special Edition vom Schettis. Und weil wir jetzt aber nicht beide Gummis fischen wollen, habe ich mir ein bisschen Arbeit auch da. Und mir einerseits alle Keder rausgesucht, die in das Farbschema passen, wie zum Beispiel der Streamer da. Auch das klassische wie beim Strike Lover schwarz-silber, da fehlen die roten Aspekte. Dann haben wir natürlich auch zum Beispiel den Monster Vibe im Programm. In dieser Farbe, wie heißt die? Black Mamba, glaube ich. Da ist aber allerdings normalerweise ein orange Spinnerblau drauf. Da habe ich jetzt auch bei beiden Modellen silberne Spinnerblau gewählt, dass ich auch in dieses Schema reinkomme, weil ich euch einfach zeigen will, dass Schwarz-Silber eine Top-Farbe ist. Was mir aber richtig viel Arbeit gekostet hat, die Köderbauer und der Eich werden wir jetzt auslachen, weil der ist ja schon ausgebleicht. Ich habe mir selber ein Swim lackiert, schwarz, Glitzer am Bauch unten, die roten Flossen, mit dem Nagellack von meiner Frau natürlich, etwa. Ein Rawbite, wenn sie wegen einem Krawall wollen. Und ein bisschen was Kleines, und zwar ein Twitchbait. Das ist der Platypus. Alles in der Farbe Strike Lover. Schauen wir mal, ob es die auch mal zur Marktreife bringen, wie der 22er und der 12er. In 22er haben wir natürlich auch fertige Rigs in der Strike Lovers Farbe. Aber das wird heute so das sein, wo ich mir ein wenig durchprobiere. Und ja, dann schauen wir mal, ob Schwarz heute zirkt. Normalerweise ist es so. Ei! Das darf jetzt aber nicht wahr sein, oder? Nein, das darf jetzt nicht wahr sein. So, erster Biss. Richtiger Biss. Habt schon gerissen. Am Knoten. Darf halt eigentlich nicht passieren. Passiert mir ab und zu wieder mal. Ah, es tut weh. Boah, das war ein guter Biss jetzt. Scheiße, das war ein guter Biss. Leute, grüß euch von der Enz. Grüß euch von der Enz. Endlich Herbst, endlich ist Wasser wieder klar genug, dass man ernsthaft Hecht fischen kann. Wir sind schon ein paar Stunden am Wasser. Genau, ein paar Aktionen haben wir schon gehabt. Ja. Ich habe schon ein paar kleine Fellhocker gehabt. Wie üblich, ist schon eine Stunde länger als du. Genau, du schon eine Stunde länger. Ja, Plan für heute, wir sind komplett gehypt, weil vorgestern unsere Lieferung gekommen ist von den 12er und 22er in der Farbe Strike Lover, haben wir jetzt eh schon ein paar Mal gesagt. Und die fischen wir natürlich heute. Ja, natürlich. Und ist klar. Wir wollen nicht nur Gummis fischen, jetzt habe ich mir halt einen Swim da lackiert und so und ein paar andere Keder. Heute wollen wir einfach zeigen, dass die Farbe gut funktioniert und wir hoffen, dass da auch gut passt. Ich kann euch noch eins sagen, ich war vorgestern, wie ich die Keder gekriegt habe, kurz am Wasser für eine Stunde sowas
und habe mein Österreich-PB eingestellt. Dazu dann auf Facebook und Insta mehr gibt es kein Video, nur Fotos. Werdet ihr dann noch sehen, eben genau auf dem 12er. Genau, wie gesagt, ich habe mich für den 12er entschieden, den fische ich da jetzt auch durch, höchstwahrscheinlich. Ich habe schon ein paar Biss drauf gehabt. Einen schönen Biss habe ich leider verloren durch einen Schnurbruch, hat man zuerst eh schon gesehen. Aber nichtsdestotrotz, wir bleiben drauf und jetzt kommt da hinten uns ein bisschen Wetter. Sie sagen ab 2 Nachmittag circa ein bisschen Regen an und dann werden wir schauen, ob das pfeift oder nicht pfeift. Ja, pfeift oder nicht pfeift. Pfeift oder nicht also pfeift. Aber ich glaube, das pfeift dann noch und jetzt haben wir raus, oder? Petri. Petri. Bis. Spätri. Bis gut, bis gut. Oh, ich bremse auf. Oh, hast du gut gefühlt, Alter. Keiner Biss. Das war ein geiler Biss. Alter, war das ein geiler Biss. Richtig weggesammelt. Ja. Genau, hast du mit der Beilockle? Ja, du. Lass die Beilockle drauf. Ja, jawohl! Bitte! Danke! Yes! Wow, was ein geiler Biss! Und auf was? Auf was? Na, auf dem Schwarzen natürlich! Was sonst? 12 cm Shetty Strike, aber mit Spinnerblau. Mit Spinnerblau, das wollte ich unbedingt haben. Du hast ja schon mal gesagt, Spinnerblau. Gar kein schlechter Fisch eigentlich. Geil. Wenn du am Teppich liegen musst. Boah, der Biss war geil. Das war jetzt. Kommt aus dem Nix, geil. Wie ich es gesagt habe. Ja, und stark. Das ist gar kein so schlechter Fisch, nämlich. Das ist das nächste. Der Hund oder Knack. Der ist gut. So, Leute. Seht ihr genau, da ist er. Der Dig am schwarzen Keder. Geil. Gefällt mir richtig. 76. Kommt gleich wieder zurück. Der ist weg jetzt. Nein, der ist noch dran. Der ist groß, Danny. Ey, der Hammer, ich komm vom Kurbel nicht zusammen. Der ist groß. Nein, ist er nicht. Nein, nein. Das ist der vorige. Oh, war schräg, ne? Was ist denn das jetzt, Alter? Schräger Trü. Jawohl, Petri. Geil. Wieder am 12er. Ja, mega. Auf, ey, Alter. Alter, das war gerade so, keine Ahnung, was das jetzt war. Hast du Bremsen, war so weit offen. Das war das Problem. So. Und ich habe zuerst gesagt, das war der Start vielleicht von der Fressphase. Und ich habe jetzt mittlerweile wieder einen Hocker dazwischen gehabt, wo ich mir sicher war, dass es einer war. Und jetzt da den nächsten Hecht. So kann es weitergehen. Sehr geil. Das Wetter ist auch nicht weit weg, glaube ich, wenn man so umschaut. Aber den versorgen wir jetzt schnell. Ist draußen. Nächster Hecht. Ja, fein. Coole Sache. Coole Sache. Jetzt dahin. Ja, wir haben natürlich auch ein Gewinnspiel für euch, eh klar. Wir können jetzt nicht da die neuen Strike-Lover-Gummis kriegen und kein Gewinnspiel haben. Nein, könnte man schauen, aber so sind wir nicht. Eine relativ einfache Geschichte. Ab dem Tag, wo das Video rauskommt, gilt 7 Tage lang, dass jeder, der bei Big Lure Shop bestellt, mit dem Rabattcode SL201, genau, der kriegt gratis dazu entweder einen 22er Blister oder einen 12er Blister. Das geht sich dann aussuchen, das schreibt bei der Bestellung in die Beschreibung rein. Wie gesagt, 7 Tage. Ich glaube, das Sortiment ist gut genug, dass man sich da immer was findet und dann den Gummi oder die Gummis gratis dazu kriegt. Also, genau. Haut seine. Leute,
habe ich gerade meinen Fisch drauf gehabt auf dem so lackierten Platypus. War kein schlechter, sage ich jetzt einmal. Weiter fischen, geht schon. Ah, das war der erste Wurf jetzt gerade. Scheiße! Ein großer Fisch, aber hat er Biss. Danke, gell? Den Hund habe ich in der Luft gefangen. So, ein Fisch weiter gleich. Sag natürlich, ja. Alter Schwede. Schöner kleiner Enzhecht. Haben wir wieder eine. Verloren, Kuren gefangen. Geil! Ah, keine Riese, aber. Ist schon Platz hier, oder? Geht schon. Ah, jawohl! Gelöffelt! Jawohl! So, jetzt hat es für mich auch ein kleines Hechterl gegeben. Ein Platypus. Geht natürlich gleich wieder retour. Der Spitzbur. Ja, das war der Keder. Platypus lackiert selber, sieht man eh schon. Der Chlorlack ist nicht vom Feinsten. Aber man sieht, der Strike Lover funktioniert nicht nur am 12er Shetties, sondern auch auf dem Hardbait. Das war jetzt auch erwiesen. Also schauen wir, dass wir noch einen kriegen. Jetzt wird es aber dann pervers, ne? Jetzt wird es dann geil. Der hängt gut drin trotzdem. Kescherball. Der hängt trotzdem gut drin, gell. Oh, der rappelt sich einfach zu viel. Schau her. Zwei größter Fisch heute. Aber stark sind sie einfach die Fische. Ah, die sind so stark. Ich glaube, das ist sogar der größte Fisch heute. Oh, Alter. Alter, der ist so cool. Ah, der ist richtig gut. Ah, der Fisch ist richtig gut. Ah, das ist ein guter Fisch. Das ist so gut. Ui, ist ein schöner Fisch. Ja, ist ein schöner Fisch. Geil, Alter! Das gibt's ja nicht! Mega, Alter! Was müssen eigentlich? Da raus ist er. Ja, der ist schön fett. Bist du denn? Der Hund ist fett. Also, der hat nochmal richtig geswallowt, darf ich sagen. So, Leute! Mega! Ich darf jetzt sagen, das ist eine schöne Einsicht. Der passt. Der passt und der hat ihn richtig gut genommen. Komplett durchgenagelt. Ja. Der hat ihn richtig durchgenagelt, ja. Und echt den Köder jetzt zack. Man, viel brauche ich nicht mehr sagen jetzt dazu, aber der ist jetzt glaube ich durch, der Köder. Und da ist er. Wieder der Schwarze. Ah, geile Sache. Ja, 79. 78. 79. Ja. Komplett fit. Die Fische sind so fit. Das ist so unvorstellbar geil. Fit die Fische darin sind. Unglaublich. Unglaublich. So Leute, ganz kurz noch. Wörtchen zu meiner Combo, die ist absolut neu. Ich war gestern noch kurz im Piccolo-Shop und habe mir noch schnell eine neue Combo zugelegt. Eh klar, Fischergeschäft, das kennt ihr alle. Wenn man reingeht und ein Packel Snaps braucht und man kauft sich dann eine neue Combo. Aber die habe ich für den Rennen unbedingt gebraucht. Das ist die W3 Power Strike T von 20 bis 60 Gramm Wurfgewicht, eine mittlere Kombo sozusagen, 2,20 Meter lang, optimal vom Boot, mit einer 200er Bettkasterrolle drauf, eine 24er Geflochtene und da wirf ich eben meine, also unsere neuen 12er Gummis mit der Kombo und das ist absolut geil, weil es eben was mittendrin ist, nicht leicht, nicht stark, absolut geil zum Werfen und das seht ihr, die Fische, die machen auf die Ruhren absoluten Spaß. Geile Drüse, egal ob er 50 ist oder 80, absolut Leiwand. Und jetzt fangen wir den nächsten, oder? Ich hoffe es auch. Wir sehen uns später. Sagen wir jetzt, was sagen wir jetzt? Ja, was soll man da sagen? Was sagen wir jetzt? 5 Hechten ja. Im Boot. Geil. Auf die Farbe Strike Lover. Du hast mit dem 12er komplett in den Arsch ausgehauen. Hättest du mal mit aufgegangen, genau. Ja, war ein schöner Tag, absolut geil. Mega. Hechten in den Nie, sag jetzt einmal Föbis. T
Abrisse. Vorab die eigene neiche Ruden komplett eingeweiht. Eigene, stimmt. Neiche Ruden eingeweiht. Du hast eigentlich, glaube ich, von 100 Wurf 99 mit dem 12er gemacht. Genau, ja. Überwiegend variiert, also die Hardbeats, mein 22er und so. Ich wollte halt eigentlich einmal sagen, das Ziel war halt, dass ich einfach einmal zeige, zu den neuen Gummis raus sind, dass die einfach top funktioniert. Und heute war der Tag, ich habe es euch, glaube ich, gezeigt, dass die wirklich gut funktioniert. Und du einen Platypus gefangen, einen verloren. Ja, traumhaft. Traumhafter Tag. Kontakte. Zweistellig gefangen, 5, 2 verloren, also ja, passt voll. Top-Tag an der 1. Mega Herbsttagerl. Ja. Ja Leute, so schaut's aus. Absolut geil, sprachlos. Ja, vergesst nicht aufs Gewinnspiel. Also sprich, eigentlich ist es kein Gewinnspiel. In Wirklichkeit jeder, der sich den Köder kauft, der beim Iglu-Shop bestellt mit dem Code in den nächsten 7 Tagen kriegt, den Blister dazu, gratis. Vergesst nicht zum Dazuschreiben, was für ein das wird. Genau. Entweder 22er oder 2 von die 12er. Lasst unser Abo da, die Glocken, ein Like, Insta, Facebook, das Übliche. Und ja, wir sehen uns demnächst. Wir sehen Sie demnächst. Genau. Auch sicher vom geilen Revier. Wann nicht eh da. Höchstwahrscheinlich. Passt. Petri. Servus.